Thema des Abends ist, gibt es eine europäische Solidarität? Fragezeichen. Die Antwort darauf ist eigentlich sehr simpel, das heißt nein. Das wissen wir auch alle. Deswegen, wir diskutieren darüber, wie ist die Situation jetzt. Haben dazu eben einen Gast aus Italien, ich stelle sie gleich vor. Und wie wäre der Weg jetzt zu mehr europäischer Solidarität? Weil eines, was klar ist, ist, dass es mehr geben muss, also dass es so nicht weitergehen kann. Could you tell us a bit about the current situation in Lampedusa in the south of Italy right now concerning refugees? The scenario of Lampedusa, the show of the arrivals in Lampedusa is not actual in this moment. The arrivals in Lampedusa are diminishing. This year we had just 7,000 asylum seekers in Italy. In France or in Germany, the number are over 50,000. Keep in mind at first that numbers of refugees in Europe are always minimal if compared to the figure of refugees in the world, but in Italy, numbers are very little. Last year, the year of the so-called North African emergency after the revolt and the war in Libya. What happened in Italy during that period could be very useful to understand in which way Italian governments manage the asylum issue and instrumentalize it, and in which way Italian governments understand the concept of European solidarity. But numbers of refugees in Europe are always minimal if compared to the figure of refugees in the world. In 2011, the year of the North African revolt, we had just 34,000 persons that applied for asylum. That is the half of the France in the same period. Kannst du ein bisschen uns einen Einblick geben, so als Startpunkt, über wie die Situation an den Außengrenzen ist, wie Europa insgesamt derzeit mit Flüchtenden umgeht, die nach Europa hinein wollen? Wir haben seit vielen Jahren eine bestehende Verständigung eben auf die Abwehrmaßnahmen. Das wissen wir alles, ist militärisch organisiert. Es gibt eine europäische Agentur Frontex mit Sitz in Warschau, die koordinierend die Schutzmaßnahmen an den Außengrenzen eben organisiert. Und da gibt es sehr wohl europäische Solidarität, denn alle europäischen Mitgliedstaaten, die geben also ihren Beitrag da rein und liefern also Schiffe und Hubschrauber und anderes Material in die sogenannte Toolbox, damit eben unsere Grenzen sicher sind. Sicher vor allen Dingen vor eben sogenannter illegaler Zuwanderung, und das betrifft nun wieder auch ganz viele Flüchtlinge, die eigentlich nach unseren Rechts- und Wertvorstellungen besondere Schutzansprüche hätten in der Europäischen Union. Die Praxis, mit der das passiert, wird eigentlich fortlaufend schrecklicher und brutaler. Wenn wir im Mittelmeer sehen, da herrscht seit ungefähr 8 Jahren so ein Verfahren der unterlassenen Hilfeleistung der Organisierten, dass man eben Boote so mehr oder weniger ihrem Schicksal überlässt. Vor den Kanarischen Inseln war es ganz besonders schrecklich, weil dort eben die Fahrten so sehr lang sind und im Atlantik eben das Meer auch so sehr gefährlich ist, dass die Zahl von Menschen, die dort sterben, also ungeheuer hoch ist. 2006, in diesem Jahr, sind auf den Kanarischen Inseln 30.000 Menschen angekommen. Okay, das wissen wir. Aber wie viele sind nicht angekommen? Das wissen wir eben nicht. Da gibt es aber eine offizielle Schätzung der Inselregierung der Kanarischen Inseln, eben eine wichtige autonome Region Spaniens. Und die haben gesagt, sie gehen davon aus, dass in diesem einen Jahr 2006 und allein vor den Kanarischen Inseln 6.000 Menschen gestorben sind. Das Rote Kreuz vermutet 7.000. Die Abwehrmaßnahmen sind zunehmend auch elektronisch gestützt, und das führt dazu, dass wir den Vorwurf erheben müssen, dass im Prinzip jedes noch so kleine Boot gesehen wird. Und es ist klar, dass der Vorwurf hier nicht nur die Einheiten trifft, die eben in jeweiligen nationalen Hoheitsgewässern in nationaler Verantwortung operieren, sondern auch die Europäische Union beziehungsweise die wichtigen meinungsgebenden Staaten innerhalb der Europäischen Union. Und hier muss man Deutschland bestimmt ganz vorne nennen. Deutschland ist der Baumeister dieser Festung, die hier entsteht, und ist auch der Erfinder des ganzen Frontex-Prinzips. Und wenn man das zusammennimmt mit den Regeln, die eben auch speziell für Asylverfahren gelten,
dann wird es erst richtig gemein. Ich würde nun einmal noch kurz an der Außengrenze bleiben. Da ist einerseits, du hast gesagt, diese unterlassene Hilfeleistung, die stattfindet. Ja. Auf der anderen Seite aber auch die Kriminalisierung von Hilfe. Deswegen, man hört ja immer wieder von Flüchtlingen, die sagen, es sind Tanker an uns vorbeigefahren, es sind Boote an uns vorbeigefahren. Das ist ein enges Meer, da ist viel Verkehr drauf. Die Boote werden durchaus gesehen, aber es wird ihnen nicht mehr geholfen. Es gibt viele Fälle, die vor Gericht enden auch. Auch Fischer kommen in diese Lage, wenn sie tatsächlich in dem Moment, wo sie auf Menschen in Not treffen, da ihren normalen menschlichen Reflexen folgen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie vor Gericht enden und sogar verurteilt werden. In unserem Fall war es dann nach 6 Jahren Verfahren ein Freispruch. Wahrscheinlich, weil unsere Geschichte doch zu gut dokumentiert war. Man hat uns nämlich angeklagt wegen Schlepperei. So. Und da war klar, dass eine Rettung umgedeutet wird in kriminelles Handeln. Und das ist ein Verfahren, was in vielen dort passiert ist. Und ich will das aber trotzdem nochmal sagen, die Alessandra und viele junge Aktivistinnen in Italien, wir waren ja nicht vorbereitet auf die Situation, sind ganz spontan da gewesen, haben versucht durchzukommen zum Schiff. Die Polizei hat versucht, das zu verhindern. Die haben dann Obst und Gemüse für die Geretteten mitgebracht und so. Das war einfach eine ganz schöne Geste und mehr noch. Ein Ausdruck sehr wohl einer europäischen Solidarität. Letztes Jahr mit dem arabischen Frühling hatten wir eine Bewegung in Nordafrika, Aufstände in Nordafrika, die bei uns eigentlich mit großer Freude aufgenommen wurden. Also es wurde gesagt, super, die wehren sich endlich gegen ihre Diktatoren. Die Flüchtlingswellen, die das ausgelöst hat und die bis jetzt, also im Fall von Syrien, jetzt sogar besonders groß sind, sind dann mit weniger offenen Armen aufgenommen worden. Erstaunlich war für mich zum Beispiel, dass Italien in diesem Zusammenhang dann noch eine recht eigenständige Position entwickelt hat und mehr oder weniger die europäische Solidarität eingefordert hat, indem nämlich Italien die Flüchtlinge, die aus den nordafrikanischen Küstenländern gekommen sind, also hauptsächlich aus Libyen, aber auch aus Ägypten und Tunesien, einreisen ließ und automatisch diesen Personen einmal ein Visum erteilt hat, ein Visum, mit denen es ihnen möglich war, in andere EU-Staaten weiterzureisen. In Österreich ist zum Beispiel der arabische Frühling gar nicht angekommen. Also bei uns ist die Anzahl der Asylsuchenden aus diesem Raum sehr gering. Also man sieht hier an diesem Beispiel, dass es von Seiten der Flüchtlinge sehr konkrete Vorstellungen gibt, wo sie Schutz finden möchten, ob der jetzt vorübergehend ist oder längerfristig, ist aber ein europäisches System der Verteilung gibt, das gerade diese freie Wahl des Asyllands verhindern will. Das System ist eben das Dublin-System mit dem Prinzip Ersteinreiseland. Generell habe ich schon den Eindruck, dass diese Verlagerung der Verantwortung für Flüchtlinge an die Länder, die Außengrenzen haben, ein Konzept ist, an dem beinhart festgehalten wird. Die Länder mit den Außengrenzen sind aus europäischer Sicht nicht besonders willig, dieses Konzept auch durchzuziehen. Diese strategische Lage von Griechenland führt eben dazu, dass Griechenland als hauptsächliches Ersteinreiseland eigentlich die Hauptverantwortung für die Flüchtlingsaufnahme und natürlich dann letztlich auch für die Flüchtlingsintegration übernehmen müsste. Wir haben, ich glaube, rund 350.000 Asylanträge pro Jahr in der EU und es gab Berichte für das Jahr 2010 zumindest, also dass 90% der illegalen Einreisen von Asylsuchenden über Griechenland erfolgt sind. 90%. Gibt es irgendwelche Unterstützung für Griechenland oder gibt es direkte Unterstützung für Flüchtlinge in Griechenland? Fühlt sich da jemand verantwortlich sonst in Europa? Oder ist es damit getan, dass nicht zurückgeschoben wird? Ja, das mit Nicht-Zurückschiebung schaut von Land zu Land auch unterschiedlich aus, denke ich. Die eine oder andere Hilfe wird es auch geben von anderen EU-Staaten. Ich fürchte aber, was viel systematischer passiert, ist der Ausbau des sogenannten Grenzschutzes.
in Anlehnung an das, was Elias gesagt hat, das kann ich auch in dieser Frage bestätigen, dass die sogenannte Solidarität zwischen den EU-Ländern derzeit leider hauptsächlich in der Abwehr besteht. Und so versucht zum Beispiel Österreich auch konkret Griechenland dabei zu unterstützen, damit möglichst keine Flüchtlinge nach Griechenland gelangen, mit der Sorge, naja, wenn sie dann über Griechenland in die EU gelangen, landen sie früher oder später bei uns. So gering die Solidarität unter Staaten ist oder auf der Innenministerebene, auf der Behördenebene, es doch sehr starke, wenn auch nicht sehr stark wahrgenommen, doch sehr starke zivilgesellschaftliche Solidarität gibt. Kannst du vielleicht die Alessandra fragen, ob sie ein bisschen was schreiben kann dazu, also was es an zivilgesellschaftlichen, solidarischen Initiativen in Italien gibt? Sie schreibt eben, dass es natürlich Initiativen gibt, aber die natürlich nur von sehr wenigen Leuten aufrechterhalten werden und dass die Wirtschaftskrise das natürlich immer schwieriger macht. Es gibt in Italien das Netz Welcome. Und zwar haben die Folgendes gemacht, also wie Frankreich Schengen ausgesetzt hat und die Leute nicht mehr reingelassen hat, da in Ventimiglia an der Grenze, an der italienisch-französischen Grenze, haben die einiges gemacht. Sie selber hat eben Züge der Würde organisiert, also die sind einfach dann rüber über die Grenze mit diesen Zügen. Operative Basen sind natürlich immer noch die Centri Sociali, also diese Sozial- und Kulturzentren, die natürlich in Italien traditionell sehr politisch agieren. Da ist einiges natürlich auch an Dokumentation passiert, also zum Beispiel was in Lampedusa passiert, weil ja da natürlich sehr viel sozusagen Information nicht in die Öffentlichkeit dringt oder nur sehr verzerrt. Gerade bei den sogenannten Bleiberechtsfällen, wo es darum geht, dass Menschen jetzt schon mehrere Jahre in Österreich leben, in der Nachbarschaft Freunde gefunden haben, Kinder in die Schule gehen, da regt sich doch erheblicher Widerstand und Protest. Auf europäischer Ebene gibt es natürlich auch eine Reihe von Initiativen, die versuchen, mehr auf der politischen Ebene tätig zu werden. Zum Beispiel das Netzwerk für Kinder auf der Flucht, also Separated Children in Europe. Sie hat mir geschrieben, dass es ganz schwer ist, sozusagen medial auch durchzudringen mit Informationen über diese informellen Abschiebungen von Flüchtlingen von den Adria-Häfen, also Venedig und so weiter. Und sie sind aber sozusagen nach Griechenland gefahren und haben da versucht, sozusagen die zurückgewiesenen Flüchtlinge ausfindig zu machen und dagegen sozusagen irgendeine Klage einzulegen. Und das ist ein Verfahren, das offensichtlich gerade anhängig ist beim Europäischen Gerichtshof gegen Italien und gegen Griechenland. Trotzdem ist es so, dass ungefähr 800 Personen jedes Jahr sozusagen dazu abgewiesen werden, sehr viele Kinder, und die sterben dann auch offensichtlich in den Lastwagen, wo sie versteckt sind. Und es ist sozusagen nur in diesen dramatischen Augenblicken, dass man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen kann. Es ist ungeheuer wichtig, dass man mit so einer Form wie den No-Border-Camps sozusagen immer wieder an Hotspots fährt und die Möglichkeiten nutzt, die wir haben, um die Aufmerksamkeit auch einer breiteren Öffentlichkeit auf diese Fragen zu richten. Weil ich möchte das hier nochmal ganz klar sagen, in Griechenland wird scharf geschossen auf Flüchtlingsboote. Ja? In Griechenland gibt es Minengürtel an den Grenzen. Wir hören ja immer nur über diesen ganz kleinen Abschnitt von 12 Kilometern, Evros. Aber was mit denen passiert, die hier abgewehrt werden und dass die ein paar Kilometer weiter vielleicht in die Minenfelder laufen, das steht ja wieder nicht mehr in den Zeitungen. Es gibt ja keinen größeren Skandal in Europa als das tausendfache Sterben an den Außengrenzen, wenn es keiner reden will. Angesichts dieser Dimension ist es doch erstaunlich, wie wenig das eine Rolle spielt in breiterer Medienberichterstattung. Wie sollen wir uns die europäische Solidarität vorstellen? Ich denke mir, wenn die EU sich selber
ernst nimmt als eine Staatengemeinschaft, die ständig sagt, dass Menschenrechte ganz oben stehen und respektiert werden müssen, dann würde das eigentlich ganz konkret heißen, aber ich glaube, das ist auch der Kampf und das Bemühen von uns allen, wie wir da sitzen, dass eben die EU gemeinsam dieses Versprechen wahrmacht und Menschen, die die Schutz brauchen und flüchten mussten, wirklich auch aufnimmt und versorgt. Herzlichen Dank für die Beiträge und ich lade ein, also sich mit der Problematik alle, die hier sind, uns ohnehin also intensiv zu beschäftigen, auch nachzufragen und mal selbst auch das Heft in die Hand zu nehmen. Und vielen Dank.